Also man kann das so als Gruppe machen, man kann das nicht nur in der Schule machen. Also ich mach's zu Hause. Manchmal rätseln meine Eltern auch mit. Meine Mutter macht da nicht mit und meine kleine Schwester ist noch nicht in der 4. Klasse. Es macht Spaß, ist schön, ist auch eine Beschäftigung. Es ist eher logisches Denken und so. Man muss da jetzt nicht unbedingt gut sein. Ich finde Mathe im Advent eine gute Erfindung. Mathe im Advent ist für uns eine Gelegenheit, eigentlich Spaß an Mathematik zu vermitteln, eine Herausforderung, auch einen ganz anderen Blick auf das Fach, als die Kinder eigentlich aus der Schule kennen. Und gleichzeitig auch den Spaß zu kombinieren damit, dass es eben richtig schwierig sein kann, dass da eine Herausforderung ist. Natürlich wollen wir die Kinder reinziehen in das Fach. Es werden jeden Tag Aufgaben ins Netz gestellt. Morgens ab 6:30 hat man Zugang zu diesen Aufgaben. Ich hänge auch jeden Tag vorne am Adventskalender unserer Schule. Da haben wir einen Schrank bestückt mit Türchen und da hängt dann auch immer die aktuelle Aufgabe drin. Da können Sie auch im Laufe des Schultages nachgucken, wie sieht die heutige Aufgabe aus und können dann da lösen. Das Schöne ist, man kann entweder als Einzelspieler mit teilnehmen an diesem digitalen Adventskalender. Es gibt immer 4 Antwortmöglichkeiten. Das heißt, man schickt dann jeden Tag bis 23 Uhr eine Lösung digital ab. Und man kann aber auch, und das nutzen wir hier an der Schule eben, als Klasse teilnehmen, wodurch dann so ein Gruppeneffekt zustande kommt. Das heißt, es machen dann auch Leute oder Kinder bei den Aufgaben mit, die vielleicht ansonsten alleine an so einem Wettbewerb nicht teilnehmen würden. Wir haben so ungefähr 150.000 Schüler, die mitmachen jedes Jahr jetzt. Die kommen aus allen möglichen Schulformen, nicht nur aus dem Gymnasium, erfreulicherweise eben auch aus allen anderen Schulformen, sogar Förderschulen sprechen wir an und eben viele Grundschulen. Es ist eine schöne Bereicherung zusätzlich zum Schulstoff der Mathematik. Was ich sehr schön finde, das ist, dass die Kinder anfangen, über Mathematik zu kommunizieren. Die reden miteinander über die Lösungen, die müssen folgerichtig argumentieren, die müssen überzeugend argumentieren, auch für die anderen. Es gibt also durchaus Aufgaben, wo die zunächst mal 2 oder 3 verschiedene Lösungen favorisieren, dann muss man sich ja durchsetzen. Man muss ja begründen, warum man denkt, nee, Antwort A ist richtig und nicht Antwort B. Ich finde, Mathe im Advent sind immer sehr schön gestaltete Aufgaben, auch immer mit Geschichten dabei, mit Wichteln und Weihnachten. Die Figuren, also die Wichtel, sehen auch sehr witzig aus und sie haben auch wichtige Aufträge oder Aufgaben, die man lösen muss. Es unterscheidet sich vom Mathematikunterricht, weil es halt keine sturen Aufgaben sind, sondern immer eingebunden in die Wichtelwelt. Und die Schüler sind mit ganz großer Begeisterung dabei. Im Schulstoff ist es ja meistens so, dass man gerade beim Thema Prozentrechnen ist und dann sind alle Aufgaben zum Thema Prozentrechnen. Und bei dem Adventskalender, da weiß man immer am Anfang nicht, mit welcher Methode man das jetzt lösen kann. Man muss sich ja selber erstmal unter allen Methoden, die man so im Laufe der Zeit kennengelernt hat, die Methode raussuchen, mit der man nun gerade diese Aufgabe löst. Seht ihr da jetzt eine Regelmäßigkeit? Guckt mal genau hin. Johannes. Wir bekommen von den Schülerinnen und Schülern, aber auch von den Lehrerinnen und Lehrern und den Eltern sehr viel Zuspruch, dass es ein ganz tolles Projekt ist, das die jungen Leute an die Mathematik heranführt, dass ihnen die Angst an der Mathematik nimmt, dass ihnen zeigt, dass Mathematik auch Spaß macht. Und das ist genau das, was wir wollen. Deutschland ist einfach ein Land, das sehr viele junge Leute in den MINT-Fächern für den Nachwuchs braucht, also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Natürlich spielen sicher auch bei vielen die Preise eine Rolle. Also wir wollen auch gerne was verschenken und Kinder wollen ja auch gerne was gewinnen. Wir können ja leider nicht alle Kinder beschenken, aber wir haben ungefähr 2000 Preise jedes Jahr.
Die Preisverleihung ist schon irgendwie ein Highlight, weil die Kinder kommen und ihre Begeisterung zeigen. Und sobald wirklich dann mit der Preisverleihung und der Versendung der Preise im Prinzip die eine Saison beendet ist, fangen wir an, eben neue Aufgaben uns auszudenken, einen Aufgabenwettbewerb auszuschreiben. Natürlich auch nach Geld zu suchen, nach Sponsoren zu suchen, nach Leuten, die uns unterstützen. Ich freue mich eben drauf, wenn das erste Mal eine hochbegabte Doktorandin bei mir promoviert und sagt, ja, also meine Begeisterung habe ich eigentlich aus der vierten Klasse, wo wir damals Mathe im Advent gemacht haben. Da wird man noch ein bisschen warten müssen, weil von der vierten Klasse bis zur Promotion das üblicherweise ja so ein paar Jahre dauert. Aber ich weiß genau, diese Kinder werden bei uns ankommen und wir freuen uns jetzt schon drauf. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, weil ich bin leider nicht wirklich Mathe begabt und naja, es geht da halt mehr auch um logisches Denken und so.